Und schön, dass ihr wieder zum neuen Video aus Berlin. Heute zum Undercover-Test. Die Nummer 1 in Deutschland 2021 gegen die Nummer 2 2023. Warum die 2? Wir haben die Nummer 1 Goldies gerade Undercover getestet. Das heißt, wir haben in diesem Video auch so gleich einen Champion aus 2023. Das ist eine ganz wilde Nummer, die wir hier haben. Ihr seht gleich das Video von Anfang an. Ich habe da hinten schon eine Aufnahme gemacht. Bin hier am Undercover-Agenten suchen. Wir sind hier direkt bei Fubaba am Start. Da um die Ecke ist er. Oh, nee, das ist... Also da vorne, da ist Food Brother. Boah, Undercover Getten jetzt. Oh, der ist zu eilig. Guck mal, wenn ich so eine Leute laufen sehe, denke ich immer, der muss scheißen. Muss ein Kacker? Jedes Mal, wenn ich jemanden laufen sehe, stelle ich mir vor, wie er übelst Kacker muss. Bin ich auch selber so gelaufen. Das weckt wirklich Erinnerungen hier. Hier habe ich schon so oft geparkt. Und danach dann, oh scheiße, ich habe nicht wirklich die ganze Zeit schon wieder im Zoom gefilmt. Ey, ich bin so ein Vollhund, ey. So ein Vollhund. Ach Mann, naja, egal, ich lasse das jetzt drin. Also hier habe ich schon sehr oft gefilmt. Fubaba, ganz kurz, da steckt eine lange Geschichte hinter. Ich möchte zwei, drei Dinge erwähnen. Herr Filmjohann, ich hätte gerne ein paar Bilder aus der Vergangenheit dazu eingeblendet. So Leute, wir sind angekommen in Dortmund. Wir werden jetzt erstmal zu Fubabas rein. Und zwar, Fubaba habe ich erst irgendwann in Dortmund getestet. War Katastrophe, also irgendwo im Ruhrpott, ich weiß nicht mehr. Ich glaube sogar, das war der erste Laden von den Katastrophe. Dann habe ich hier getestet. Fubabas? Da ist er am Start, ja. Hier haben die damals auch andere Bezugsquellen gehabt, andere Buns gehabt und. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber der hat sowas von abgerissen. Ich sag euch, Food Brothers, in den Burger habe ich mich verliebt. War nicht normal, deshalb kriegt dieser Burger für mich 9 Punkte. 9 Punkte von 10. Wir haben den nächsten besten Burger Deutschlands. Dann haben erstmal alle sich übelst aufgeregt. Wie konntest du den in Dortmund so gut bewerten, den hier so schlecht? Der hat mir absolut nicht so gut geschmeckt wie letztes Mal. Aber nichtsdestotrotz ist es noch eine 8,4 für mich. Hab den nochmal getestet und dann hat er auch wieder einen starken Abfall. War aber damals auch, glaube ich, Corona-bedingt und weniger Möglichkeiten für Lieferanten und gute Rohstoffe gehabt. Ja, und jetzt ist der lange schon aus der Rangliste raus und wir werden ihn heute testen. Nummer 2 wird dann der Design aus Trier, die Nummer 2 aus 2023. Wir legen los, ich muss Undercover-Agenten suchen. Scheiße, wenn ich ganz viel Pech habe, habe ich hier einen Footballer-Kollegen am Start. Oh, 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 oh. I have a colleague here from... No. I need to help. You get 30 euros from me. You only have to bring me a burger from Burger Brothers. Because I make a video, it's undercover. I'm an undercover agent. And they don't know that I buy a burger there. Because they know me. They know my face. And I get a camera bonus. You want, I buy you one burger. You have only to buy me a burger. The Baba Burger. Bring me here. I give you 50 euros. You only have to bring me the burger. Yeah, yes. Okay. Ich habe einen am Start, ja. Ich hatte so Angst. Er hat eine Mütze mit einem roten Zeichen. Ich dachte, das wäre Food Brother und ich dachte, ich wäre schon wieder aufgeflogen und kennt mich gar nicht. Aber er hat so gewunken, so als kennen wir uns 100 Jahre, als ich rüber gewunken habe. Das wird eine schnelle Nummer hier. Food Brother, Baba Burger. Ich bin so heiß, Mann. Ich bin so heiß, wie der Burger jetzt ist nach so langer Zeit. Und ich habe übrigens gar keinen Englischkurs gemacht. Ich habe letztes Mal Scheiße gelabert. Warte, ihr dachten, das stimmt. Ihr habt ja gesehen, ich glaube immer noch nur Scheiße. Ich hatte im letzten Video gesagt, ich habe einen Englischkurs gemacht. Stimmt natürlich nicht. Was heißt natürlich? Sollte ich mal machen. Und jetzt warten wir hier auf den Burger. Der müsste gleich kommen. Immer noch Paras. Aber hier sollte jetzt alles stimmen hier. Bin ich zu sehen? Ich bin zu sehen. Alles gut, ich schieb Filme. Sorry nochmal wegen letztes Mal, da war Pfalli ein bisschen runter. Kameraeinstellung nicht gestimmt und bleiblub. Aber jetzt sollte alles passen. Hallo, hallo. Während wir auf den Undercover-Burger warten, zeige ich euch nochmal ein paar Aufnahmen. Habe ich Aufnahmen gesagt? Aufnahmen vom Laden und aus dem Laden drin. Oh Mann, ey, manchmal bin ich einfach zu dämlich. Wundert euch nicht, das habe ich nach dem Video aufgenommen. Hier ist der Laden. Hier kann man alles mitsehen. Offene Küche. Den Burger werde ich nicht snacken. Ihr seht mich gleich mit dem Undercover-Burger. Ganz wichtig noch, ihr habt gesehen, Cheddar. Bei einem
perfekten Burger ist natürlich auch absolut relevant, was für ein Käse benutzt wird. Und ein anderer Käse kann einfach das Gesamtbild komplett kaputt machen. Und das war auch ein großer Kritikpunkt bei meinem dritten Test bei Foodballer. Beim dritten Mal hatten sie im Vergleich zum zweiten Mal von Cheddar auf American Cheese umgewechselt. Und das war starker Kritikpunkt. Genau, jetzt wieder Cheddar drauf. Wir sehen uns beim Undercover-Test. Da kommt mein Mann, ey. Das ist mein Mann. Thank you, thank you, thank you. Thank you, my friend. Have a nice day, my friend. Bye, bye. Jetzt müssen wir Gas geben, Leute. Wir haben heiße Ware am Start. Wuhu. Wochenende. Oh, Ständer am Start. Unboxing. Okay, mein Lieber, hier. Best Burger in Town, das wollen wir jetzt sehen. Oh, nochmal eingepackt. Hier ist der Bruder. Oh, das ist ein Riesensalatblatt. Wir gehen jetzt rein. Gutes Feeling. Sogar Medium hingekriegt. Gut gemacht. Also wirklich geiles Feeling. Merke ich, haben sich direkt wieder gemacht. Mate geht wirklich nicht immer auf den Burger, aber du hast einen extrem frischen Kick. Direkt am Anfang ganz knackige, einfach hohe Zwiebel reingeknallt. Das heißt frische. Danach, ich schwöre euch, Burger King Feeling. Weißt du, wie wir das gemacht haben? So Big King Style. Und dann kommt, das ist für die ganz charakteristisch, also typisch für die Burger von Food Brother, die haben so einen geilen Gewürzmix. Du hast ja Burger, da merkst du kaum Gewürze. Die arbeiten auch mit wenig, höchstens mit Salz, Pfeffer. Die haben so einen extremen, ich erinnere es mal Steak Pfeffer drauf. Mayo-lastig, aber geil. In letzter Zeit selten so einen Mayo-lastigen Burger gegessen. Ich dachte, das stört des Todes. Hättet ihr wahrscheinlich auch gedacht, stört gar nicht. Hier seht ihr es, sehr Mayo-lastig. Und das bockt, ey. Das ist das, was so besonders macht, was so geil macht, was dieses Game so Spaß bringen lässt beim Burger. Es sind manchmal Kleinigkeiten, die machen so einen riesen Unterschied. Und hier wird sehr viel Mayo benutzt im Vergleich zu, was heißt sehr viel? Das ist absolut an der Grenze. Ich sag's ja immer, du willst einen Weltklasse-Burger machen? Mach nicht Fokus komplett auf etwas, was alle auch nehmen können, was jeder hat und wo alle das Gleiche nehmen. Das heißt, wenn du Fokus komplett auf Ketchup machst, im Burger überwiegt komplett Ketchup, wie soll es der beste Burger Deutschlands sein? Wie soll es der beste Burger der Stadt sein? Wie wahrscheinlich der beste der Straße? Da kannst du nicht Ketchup nehmen, den zum Fokus im Burger machen, was jeder andere auch hat und jeder machen kann. Wo ist die Einzigartigkeit? Hier ist es bei der Mayo aber nicht so. Aber sie ist ausgetauscht. Wie sonst der Ketchup oft etwas mehr Präsenz zeigt, ist es hier die Mayo. War ein unauffälliger Geschmack, aber geil. Also irgendwie so ein typischer Fastfood-Burger wieder, dieses Bam, rein in die Hand. Erinnert mich an amerikanische Filme wieder. Habe ich schon oft die Metapher genannt, aber ist einfach so, liebe ich. Schnell kurz auf, ich muss mich auch wegen der Bewertung noch, natürlich, muss ich mir Gedanken machen. So, Burger aufgesnackt hier im warmen Auto. Wir gehen rüber zu Station Nummer 2, zu Der Daddy, einer der sympathischen Gastronomen überhaupt. Ich hoffe, er liefert ab, ich hoffe sehr. Und wirklich einer der außergewöhnlichsten, besondersten... Der war nicht geplant, ich schwöre. Scheiße, wir sehen uns jetzt bei Der Daddy. Und Bewertung seht ihr natürlich am Ende des Videos. Und liebe Austria, an dieser wunderschönen Stadtmauer. Ich habe mich ergötzt an dieser Stadtmauer gerade, kann man das so sagen? Ich muss nochmal die Wichtigkeit dieser Mission jetzt noch einmal hervorheben. Für die, die vielleicht am Anfang auch manchmal skippen, direkt am Anfang. Es ist ja nicht nur Platz 2, 23 gegen Platz 1, 2021 hatten wir, glaube ich, sondern es geht auch um den besten Burger Deutschlands. Denn wir haben Goldies getestet letztens undercover. Wir haben da ein Ergebnis. Deshalb brauchen wir es in diesem Video nicht nochmal machen. Und ja, jetzt haben wir auch die Nummer 2 nochmal. Gegen quasi auch die 1, auch wenn es im anderen Video war. Und jetzt checken wir das Ganze ab. Und der Typ ist so korrekt hier vom Der Daddy. Wer das Video gesehen hat, oh, einer meiner liebsten Gastronomen. Mal gucken, ob ich danach noch Hallo sag oder nicht. Je nachdem, wie das jetzt ausläuft, das Video. Mann, ich filme, Mann. Ich glaube, die haben mich schon wieder erkannt hier vorne. Ich muss hier echt auf Undercover-Basis machen. Hey, hallo, Mann. Hey, was geht? Ist schon Geld bei dir auf dem Konto geflossen? Bei mir ist noch nichts draufgekommen. Ist bei euch schon was drauf? Nee, leider noch nicht, ja. Wann kommt bei euch Geld drauf? Boah, sollte eigentlich Anfang des Monats. Ne? Wollen die nicht Finanzen in den Griff kriegen? 2024, Neujahresvorsätze und alles? Noch nicht, Digga. 1000 Verträge sind abgelaufen. Alles abgegangen jetzt am Ende des Monats. Jungs, das ist das Problem, Mann. Keiner weiß, wofür Geld ausgibt. Da gibt es Geld aus für Lebensmittel, für Auto, für Pflegeartikel. Und du bist irgendwann, stehst du da und weißt gar nicht, wo ist das Leck? Ja. Wo habe ich so viel Geld ausgegeben? Und Finanzguru macht genau das. Die listen euch auf. Die machen Auflistung, Tabellen. Wo habt ihr Geld ausgegeben? Was gebe ich monatlich für Lebensmittel aus? Für Benzin oder auch für meine Freizeitaktivitäten? Ihr seht alle Verträge im Überblick, könnt rechtswirksam. Ein Klick könnt ihr das abbestellen.
Oh, mein Handy klingelt. Das Ganze ist auch kostenlos. Ihr könnt mit dem Code HOLLE3 könnt ihr 3 Monate kostenlos auf Finanzguru Plus testen. Da kriegt ihr dann tiefgreifende Finanzanalysen, Finanztipps, halt eine Übersicht, wie viel Geld ihr zu welchem Zeitpunkt noch zur Verfügung habt. Ist eine feine Sache. Finanzguru kommt von Hülle des Löwen. Insgesamt 1,5 Millionen zufriedene Nutzer inzwischen. In der Videobeschreibung gerne abchecken. Code HOLLE3. Und hier nochmal kurz eine Anleitung, wie ihr das Ganze runterladet. Und dann geht's weiter im Video. Einfach App downloaden, deine Konten verknüpfen, im Reiter mehr, den Gutscheincode HOLLE3 eingeben und Finanzguru Plus 3 Monate kostenlos nutzen. Leute, wir haben ja schon jemanden am Start, das ist geil. Erster Mann, den ich gefragt habe. Cool, also denn ich würde dir einfach einen Fuffi in die Hand drücken. Darf ich dich auch hier drauf haben? Ja, klar, ja, geil. Hier, der Kollege ist da. In letzter Zeit muss ich so viel rauspixeln bei meinen Videos im Nachhinein, deshalb bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ja, ist auch wichtig so. Der OG. Der OG, okay. Der OG wird das sein. Oh, ich hoffe, der heißt wirklich so. Oh, Leute, wir haben jetzt hier nochmal geguckt. Ich wollte im Auto gucken. Geil, ich gebe dir einen Fuffi mit. Rest ist einfach für dich. Rest ist für dich. Danke dir. Okay, geil, die. Bis gleich, danke. Ich pushe mich jetzt hier ran, keiner darf mich sehen. Oh, ich habe leicht hinten mit einem Steißbein. Seht ihr das? Schön in der Sonne, ey. Hier ist so kalt, Mann. Glaubt mir, das ist so kalt. Hier direkt an der Ecke ist er, ne? Also ich habe hier wirklich auf Undercover-Basis mich rangesneakt. Ich werde noch ganz kurz warten. Und wenn er rauskommt, sind das genau 30 Sekunden bis zu mir, wenn ich ihm entgegenkomme. Also da geht nichts verloren, dass man sagen kann, ja, der Bürger hat jetzt an Quali abgenommen wegen Zeit. Gar nichts. In letzter Zeit bin ich Kunstliebhaber geworden. Irgendwann werde ich mir die Bude vollknallen mit geilen Bildern, Mann. Da sehe ich mich dran. Später, wenn ich Freizeit habe, gehe ich mir Bilder angucken hier. Scheiße, ich filme. Ich glaube, ich habe die Stimme vom Chef gehört. Oh nein, ehrlich jetzt? Egal, wenn, dann ist der Bürger eigentlich jetzt schon fast fertig. Die Stimme erkenne ich auf 100 Kilometer. Das ist mein Undercover-Agent. Agent! Perfekt, ich stelle das hier direkt auf. Wir können direkt hier gleich snacken. Oh, geil, Mann. Perfekt, dann snacke ich den direkt rein. Ich sag ja, vielen, vielen Dank. Gerne. Ja, und schönen Tag euch noch, ne? Danke, danke, ciao, ciao. Der riecht. Oh, der riecht. Komm her. Ach, komm her. Ich schmecke hier Sachen, Leute, die habe ich sonst nicht geschmeckt. Ganz wilde Rauchnote. Rauch, Salz, was auch immer da verwendet wurde. Ultimativ heftige Gurken. Die dringen richtig nach. Die bleiben so gefühlt 10 Sekunden in deinem Mund. Dieser Nachgeschmack davon noch. Also was sie mit dem Gemüse machen, ist krank. Habe ich noch nie erlebt im Burger. Guck mal, Leute, wie viele Burger haben wir schon gesnackt in Deutschland? Und gefühlt jedes Mal, natürlich haben wir Ausnahmen, kann ich euch irgendwas Neues zum Burger sagen. Manche Sachen bleiben gleich, ist klar. Aber wie sich hier das Gemüse mit dem Fleisch und den Rest der Zutaten kombiniert, ist nicht normal. Und Chef. Ich gehe schon wieder, okay. Mein Stativ steht auf der Mülltonne. Das kombiniert sich. Ich habe es letztens so schön gesagt, ich muss diese Metapher sagen. Ich muss die gleichen Worte nochmal wählen. Zwei Farben kombinieren sich, werden zu einer neuen Farbe. Und hier ist es auch mit den Gurken und den Zwiebeln, den eingelegten. Wenn die sich kombinieren mit den Soßen, mit dem Fleisch, kommt der maximal neuer Geschmack raus. Weil es irgendwie versuchen würde zu erklären, würde ich sagen, dieses eingelegte Gemüse schmeckt einfach rein. Einfach supported durch den Essig, durch die Gewürze. Stark und intensiv, aber klar. Nicht irgendwie in 1000 Richtungen. Einfach, als hätten sie es geschafft, den Geschmack, den natürlichen Geschmack von Gemüse so stark zu intensivieren mit einer leichten Säure. Oh. Fleisch auch geil. Käse kommt reingeschossen. Ganz schwere Nummer, Leute. Fleisch war besser als letztes Mal auch. Scheiße, ey. So eine verdammte Kacke. Wieso fällt mir das jetzt auf? Also, das kann doch nicht sein. Das war nicht der OG. Ich habe doch einen ganz anderen Burger letztes Mal gegessen. Ich wollte die ganze Zeit sagen, es kommt mir vor, als hätte ich einen anderen Burger gegessen. Ja, ich habe einen komplett anderen Burger gegessen. Scheiße, ey. Was mache ich denn jetzt, Mann? Da muss ich doch einen Agenten suchen. Ich habe meinen Agenten. Oh Mann, aber ich weiß noch nicht, welchen Burger ich nehme. Das war doch nicht der OG. Wie kann das angehen? Blendet mal den Burger von letztem Mal ein. Was heißt blendet? Film ihn. Ich habe ja nur einen Cut. Blende mal ein, Film. Das war doch nicht der Burger. Scheiße, ey. Blech für den Burger und das war der falsche. Geh jetzt kurz in diesen Kaffeeladen, bestellen Wasser und wärme mich auf, überleg, was ich jetzt mache. Ich habe keine Internetverbindung. Ich glaube, mein Schwein pfeift, ey. Was soll ich machen? Ich werde jetzt irgendwo hingehen, mir einen Schlachtplan machen. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ey. Das kommt davon, wenn man sich nicht vorbereitet, wieder alles verscheppert hat. Hätte in Ruhe gucken müssen, was für einen Burger ich gegessen habe. So ein Scheiß. Also, wir machen jetzt so: Der Kollege geht jetzt rein und dann sagst du auch,
Holle hatte 2 Burger in dem Video und den einen hat er so richtig heftig bewertet. Ich hätte gern genau den gleichen. Ja, ja. So machst du, ja? Oh, geil, geil, machen wir so. Das ist höchst dramatisch. Auch für euch nochmal zur Erklärung. Das ist so ein Videotag. Ich warte jetzt 4-5 Stunden, dann mache ich wieder ein Video. Und so einen Burger jetzt nochmal snacken, der meinen Hunger unnötig stillt, ist immer Katastrophe. Ich muss dann immer so lange warten, bis ich wieder Hunger habe, bis ich wieder ein Video mache. Bis ich also wirklich Kohldampf habe. Dann mache ich auch manchmal Sport zwischendrin. Oh, scheiße, ey. Wir warten auf einen neuen Burger. Sollte ich jetzt danach noch reingehen zum Daddy und ein bisschen klönen, dann werdet ihr jetzt die Bilder davon sehen. Wenn nicht, dann seht ihr jetzt gleich den Burger oder ihr seht die Aufnahme gar nicht. Ich denke, das wäre noch schlauer. Oh, die Sonne wärmt so geil, Leute. Oh, es ist minus 3 Grad oder so. Die Sonne, die safe mich. Hast du mich schon gesehen? Ja. Wie geht's, Rudi? Na, alles gut, ja? Hast du gegessen oder was? Ich hab schon gegessen. Nein, ich war in der Cover da. Ich war in der Cover da. Nein. Doch, ich war in der Cover da. Scheiße, Digga. War gut? Ja, weiß ich nicht. Ja, ich hab gegrillt, ja. Also. Du hast gegrillt sogar selber, oh sorry. Echt, du hast sogar selber gegrillt? Ach, ich wusste gar nicht, dass du hier noch mit deinem Grill stehst. Ja, einmal die Woche. Einmal die Woche? Kannst du dich an den erinnern, der eben reinkommt, so ein kleiner Junge, sagt, ich möchte so wie Holle? Ja. Ja, der war von mir und ein anderer war auch von mir. Und, zweimal, Leute. Ja. Du bist eine Maschine. Ja, weil der erste war da und dann habe ich, ich habe mir OG bestellt und dann war das mit einem dicken, mit einem dicken Patty. Ja, ich wollte Smash. Ich wollte Smash, aber wie kam das? Ich habe doch auch mal OG bestellt. Digga, du wusstest gar nicht mehr, was du hast. Nee, das Mal war ein dickes Patty und der andere war dünn. Ja. Und der Smashburger, der ist gar nicht auf der Karte. Der ist gar nicht auf der Karte. Das ist so ein Secret-Menü. Ah, der war auf dem Secret. Mit Passwörtern, genau. Ja. Und da ist der Smash. Und den habe ich eben aber auch gehabt. Den habe ich bekommen, ja. Und? Das sagen wir euch gleich. Wir zeigen den Laden nochmal eben und dann, keine Ahnung, wo wir gerade im Video stehen geblieben sind. Dann geht's weiter hier. Letztens ja schon ein Video hier gemacht. Mein Lieblingsgastronom hier zum zweiten Mal gesehen erst. Die haben geile Bilder, alles geil, alles Leidenschaft. Guckt euch das Ding alleine schon an. Sag mir, du fährst vielleicht zu McDonald's? Nein. Du holst den vernünftigen Burger. Sowas hier. Das ist der Laden im Ganzen hier. Ganz geschmeidig, nicht zu groß. Wir wollen das Video nicht zu lange rauszögern. Hier geht's dann schön zur Küche, sieht man alles, alles im Blick. Bester Mann am Grill hier. Wir sehen uns gleich bei der Verköstigung. Mega. Bei der Verköstigung. Und dann sehen wir uns wieder an dieser Stelle und dann sage ich Bewertung. Zurück zum Burger-Snack. Jetzt geht's los. Da ist der Bruder. 15 Sekunden braucht er bis hierher. Ich stehe hier gut. Hier wird auch der zweite Teil wieder gedreht. Ich schiebe mir meine Mülltonne nochmal zurecht. Taff, danke, Bruder. Oh, Traum. Dann lege ich los. Rest für dich, Digga. Alles gut. Für die Dienste, ich lege direkt los, dass er nicht kalt wird. Ich sag dir vielen, vielen Dank, mein Lieber. Echt geil für den Einsatz. Sehr, sehr lieb von dir. Schönen Tag noch, ne? Vielen Dank. Ciao, ciao. Ja, das ist er. Das ist er. Der riecht schon. Du riechst die Zwiebeln und alles bis oben. Das ist eine Offenbarung, ist das. Das ist einfach so geil. Defensiver, leichter, geschmeidiger Käse. Du merkst ihn, aber du fragst dich nochmal, hinterfragst dich. War das gerade der Käse? Was war das gerade für ein Geschmack? Du musst ganz genau hingeschmeckt haben. Jetzt wollte ich euch die gegrillte Zwiebel zeigen, die rüber gedingst ist. Aber ich habe sie auf einmal gesnackt schon. Diese 3 Zwiebeln, das sind die Macht hier. Ja, nehmt euch hops mit dem Burger. Ja, nehmt euch hops mit dem Burger. Und wisst ihr warum? Ihr werdet gelockt hier bei dem Burger. Leicht. Ihr werdet gelockt, ihr werdet heiß gemacht. Auf einmal kommt diese Säure. Es kommt die Säure vom Gemüse, von der Soße, von der Burgersoße. Die kommt rein, kommt ein bisschen im Mund reingeschossen. Und ihr wartet nur drauf, dass sich boom ausbreitet. Aber sie breitet sich nicht aus. Die kitzelt nur ein bisschen den Gaumen, verschwindet wieder. Bam, nächster Geschmack kommt. Das ist die Säure von dem Gemüse. Und dann nimmst du das Gemüse in den Mund und dann, bam, kriegst du das, was du eben wolltest. Bam! Und dann breitet es sich aus, dann breitet es sich aus. Bam, so ein Touch von Milchbrötchen. Du zerbeißt es, es wird matschig. Das Salzfeeling kommt rein. Bam, von außen kross.
Röstfeeling vom Fleisch kommt nochmal rein. Du hast alles, was du brauchst. Dann nochmal ein Zwiebel bis am Schluss als krönender Abschluss. Hast nochmal Fleischfeeling, hast Röstfeeling. Und du hast so einen gewissen Hauch von Zwiebel, der so tief und durchdringend ist. Jetzt hätten sie den irgendwie, keine Ahnung, in Rotwein gekocht, in Whisky gekocht. Ich weiß es nicht. Haben sie nicht, meine ich mich sehr sicher zu erinnern. Weiß nicht, wie sie das machen. Aber es ist tief. Der Geschmack ist tief. Wir sehen uns jetzt zur Bewertung von Burger Brother in Berlin. Dann sehen wir uns bei der Daddy drin. Ich werde noch mal gucken, ob jemand da ist, den ich kenne. Zurück in Berlin zur Bewertung vom Food Brother. Also, ihr habt vorhin eigentlich nur alles Positive gehört. Wichtig bei so einem Burger ist natürlich, dass man ihn aufsnackt. Denn zum Gesamtfeeling eines Burgers gehört natürlich auch das Aufessen. Der kleine Kritikpunkt bei dem Burger, desto mehr du isst, desto gewöhnlicher wird es. Es ist anders als bei anderen Burgern, wo du immer wieder irgendwie einen neuen Impuls kriegst, was ja gar nicht sein muss. Auch wenn kein neuer Impuls kommt, manche sind ja auch durchgehend und gleichbleibend im Geschmack, aber es ist bis zum Ende hin irgendwie ein Erlebnis. Und dieser Burger wurde zum Ende hin irgendwie vom bisher auch mit dem Fleisch, wo denn der Salat am Anfang weg war, wo du dieses Feeling hattest, Frische und alles, wo das weg war und du eigentlich diese gleiche Masse irgendwo vom Burger hattest, mit Fleisch, Brot etc., hat der Spaß am Essen etwas abgenommen und ja, der Geschmack wurde auch gewöhnlicher. Ende des Tages für mich 8,5 Punkte von mir für Food Brother und wir sehen uns jetzt drüben bei der Daddy zur Bewertung. Also, was geht dir? Ja, nicht viel, nicht viel. Also ich kann dir direkt dieses Feedback geben. Wir sind jetzt wieder hier zurück am Start. Wir sind zurück am Start. Oh, Woody, ich hab dich auf die 1 gesetzt jetzt. Ich hab dich auf 9,4 Punkte hab ich dir gegeben. Geil, Digga. Entschuldigung. Ja, alles gut. Ja, ich hab dich auf die 1 gesetzt. Es war einfach alles perfekt, diesmal beim Burger. Und das ehrlich? Undercover, die... Ohne Scheiß. Wirklich, mir fehlen die Worte. Das geil, war... Das freut mich richtig. Oh, das war eine Leistung. Wirklich, ohne Scheiß. Es hat nichts gestimmt. Ehrlich, kriegst du gerade? Ja, ich muss kurz verdauen wissen. Oh, Gänsehaut hast du bekommen. Allein dich zu sehen ist jetzt weiße Gründung heute. Ich sag, also es geht seit 8 Jahren bei uns eben so wie eine Rakete hoch. So, Leute fragen mich immer wieder, warum hast du nicht 2 Läden, 3 Läden, 4 Läden? Und das ist einfach nur, weil es bei mir um Qualität geht. Mhm. Weißt du, ich kann das nicht überwachen. Und ich bin ein Qualitätsmensch und deswegen ist das hier klein und fein. Theoretisch könnte einer in Köln sein, in Luxemburg, in Hamburg, in Berlin, ne? Und ich lieg irgendwo, aber dann wäre das nicht mehr der Daddy. Kann ich euch auch direkt sagen, mein Beruf ist irgendwo auch mit Gastronomen zu sprechen, Gastronomen vor der Cam zu haben. Und ich sehe auf 100 Meter, ob jemand einfach Cash machen will oder ob er etwas voll mit Leidenschaft und Herzblut macht. Und das ist ein Gastronom, der steht 100%, das merke ich, für die Leidenschaft. Der fühlt das, der fühlt das. Da geht die Aura auf mich über, richtig. Danke. So Leute, also in dem Sinne verabschieden wir uns beide ganz geschmeidig hier aus dem Video. Yes, dir vielen, vielen Dank. Ne? Danke dir, ich küsse dich. Ich küsse dich auch. Also hier, Holle, lasst den Daumen oben scheppern auf YouTube. Ich mach das auch. Gönnt euch die Folge Nummer 1, der Daddy. Und lasst einen Kommentar da.